Damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier? Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was Emir mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Bitte erzählt's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich.
Moissac. Ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Ich bin weg. Viel Glück. Ich hätte gedacht, dass du Krach sehen willst. Es ist nur... Was, wenn ich wieder verschwinde? Diesmal endgültig, wie meine Mutter. Ich sollte wohl niemanden sehen, den in mir liegt. Jedenfalls nicht, ehe wir nicht die wilde Jagd besiegt haben. Wir können dich immer noch auf die Nebelinsel zurückbringen. Vielen Dank auch. Okay. Da haben wir jetzt ein paar Aufgaben. Wolfring Geller vom Schiff des Kaisers und Langstein. Genau, Langstein. Schleich diesen Schutz dann irgendwann auf das Schiff des Kaisers. Okay. Moment, wo sind wir? Da. Okay. Was? Da gerade so wie der Sirenen oder so. Oh, wir haben morgen. Okay, dann müssen wir kurz zur Nacht wieder wechseln. Dunkel. Okay.
Welches der Schiffe ist das? Das in der Mitte. Welches ist das? Von vorne und hinten. Welches soll das sein? Na toll. Das ist ja gar nichts. Tief gehen in die Kegeln. Blöd oder einfach nur blind? Hä? Ich bin direkt vor euch. Blöd und blind, glaube ich. Erschießt ihn! Haltet ihn vom Schiff fern! Wo zur Hölle ist er hin? Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Ah. Essen. Da kannst du gleich noch hoch. Okay, ich bin an der falschen Seite von Haken. Ich muss jetzt hier hoch. So. Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Wir sind im Krieg, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ist es. Ich kann den Rauch brennender Hütten meilenweit sehen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum.
Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Yennefer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Dimeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Arts Gellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Schon, das können wir nicht brauchen. Fringilla, wir müssen reden. Hola. Ja, stimmt. Dann haben wir jetzt nur noch den Sonnenschein als aktive Quest. Sonnenstein. Ups. Sorry. Siri, irgendwas Neues? Hast du kurz Zeit? Natürlich. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Ist da jetzt irgendwas Neues bei Ciri? Bei euch irgendwas? Redet da noch? Möge deine Axt nie zerbrechen. Hey, Krach. War es schwierig, dieses Gesocks zu töten? Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Darf ich sonst noch reden? Was willst du? Leb wohl. Nee, ich schub's Tiere nicht. Geralt? Danke, Jen. Bis dann. Gut. Hör auf mich zu schubsen, Leute. Ey, was geht denn mit euch ab? So. Speichern.